Ja, Leute, ich habe mir gedacht, ich zocke mal ein bisschen GTA Vice City und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte eigentlich das als Livestream machen. Ich weiß, es ist erst ungefähr 9 Uhr, wenn ihr das seht. Habe ich um 9 Uhr aufgenommen. Ich kann es mal gerade zeigen hier. 9:45 Uhr. Aber DoRecorder ist meine Aufnahme-App. Hat wohl gerade Probleme. So wie immer, und ich habe damit nicht wirklich Glück. Und deswegen ist natürlich einiges jetzt klar. Auch, dass ich eventuell längere Zeit nicht mehr streamen kann. Ich hoffe es nicht. Oh Mann. Scheißegal, wenn ich jetzt GEMA-Probleme kriege, wird mich das nicht. Immer am Arsch. So, also wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen zocken und ich glaube, ihr habt auch Bock auf GTA. GTA geht immer so durch. Von den älteren Teilen. Ich würde vorschlagen, wir sammeln erstmal an unseren Locations, die wir besitzen. Ich hoffe nur, wir kriegen jetzt keine Gang-Probleme. Müssen wir sauer aufpassen. Wir haben so viele Gangs, die uns hassen. Vor allem die Haitianer. Bei denen könnten wir uns schnell mal unbeliebt machen, wenn wir das Geld einsammeln, dann werden die uns gleich zerschießen. So, wir fahren jetzt mal zur Bootswerft. Hoffe ich einmal wieder Bock hätte, wäre das so eine richtig krasse Schießerei einfach. Oh. Hauptbestandteil von GTA. Ihr seht schon, ich fahre irgendwie ein richtiger GTA-Zocker. Ja, wieso ich die Videos aufnehme jetzt so früh? Ganz simpler Grund, ich habe einfach keinen Bock, den ganzen Tag über Videos zu machen. Deswegen steht man morgens dann etwas früh auf und macht Videos. Auch wenn sich meine Stimme noch ein bisschen scheiße anhört, kann ich nichts für. So. Nordsee. Ja. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Rennt der? Ja. Das sieht man gar nicht so bei den LKWs, ob die brennen oder nicht. Die Musik ist echt auch legendär. Überall die Bullenautos, ey, wenn man da eins rammt, dann ist man sofort instant tot. Ja, wir werden GTA Vice City sicherlich nochmal, Entschuldigung, irgendwann streamen. Ich soll mal meine Gangmitglieder in Ruhe lassen. Dafür muss A, der Streaming-Knopf mal wieder funktionieren für YouTube und B, habe ich jetzt momentan privat auch sehr viel zu tun. Das heißt, ich werde für YouTube nicht mehr so viel Zeit haben wie in den guten alten Zeiten. Wir müssen raus aus dem Auto, es brennt. Das. Wir sind mitten im feindlichen Gang-Territorium. Gut, dass uns die Haitianer eigentlich gar nicht wirklich ins Leder wollen. Oder sie tun uns zumindest nicht gleich was, so wie die. Ja, keine Ahnung. Ich kann die Gangs nicht so unterscheiden. Es gibt tatsächlich so diese krassen. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Komm, wir nehmen uns mal hier den. Die Marre. Ja. Ich habe auf jeden Fall momentan echt ganz schön was zu tun und ich bin ja jetzt auch in der Ausbildung seit 3 Monaten. Das heißt, mein Privatleben ist momentan so ein bisschen wirklich mehr als nur privat. Ich habe auch gar keinen Bock so richtig auf YouTube. Das hat ganz spontane Gründe, warum ich ab und zu mal Videos aufnehme. Bei mir ist es einfach sehr wichtig, dass ich, wenn ich frei habe, nicht die ganze Zeit irgendwie für YouTube was tue. Und es wird sowieso so sein, dass mein Kanal wahrscheinlich verschwinden wird. Also sollte ich mir da keine großen Hoffnungen machen. Nichts gegen meine Crew, aber
Damit will man nicht wirklich zu euch. Aber ich denke mal, mein Kanal wird einer derjenigen sein, die einfach gelöscht werden. Wie viele Abonnenten habe ich? 87. Ja, das ist... Ich komme nicht an einen Profi-YouTuber hin. Ich werde es auch nicht mehr sein. Und mein Kanal wird daher wahrscheinlich... Oh, der ist offen. Und mein Wagen wird daher auch... mein Kanal wird daher auch einfach verschwinden. Das ist voll geil, wir haben den Security-Van. Kann man da mit dem Paint-Spray? Bringt das was? Ja. Egal, ich werde es so lange weitermachen mit YouTube, bis mein Kanal verschwinden wird. Oh Gott. Die wollen uns ans Leder, ich glaub's nicht. Und danach werden wir mal sehen, ob eventuell noch irgendwas passiert oder ob mein Kanal einfach verschwindet und ich nie wieder Probleme damit habe. Krass gepanzert der ist, ne? Schau ich das mal an. Peng! Können die einfach wegkatapultieren. Was, was? Ich lasse das Auto speichern. Ab zum Autohaus mit dem Ding. Ich habe da so eine Idee. Chip. Kaputt. Wollte jetzt bloß nicht umfallen, ne? Dieser Wagen, der hat einfach so viel Kraft. Hier, diese Blister kompakt sind übrigens auch geil, ne? Also ich fahre die gerne. Voll schnell. Zack, hier, der hat gar keine vorbei, sondern bloß halt schnell bleibt da hängen. Wenn wir dem Ding zum Rennen fahren, da bist du... Weißt du, was ich... mal ausprobieren muss. Ein Rennen mit dem Panzer fahren. Ich glaube, das gewinne ich sowas von, weil ich die alle platt mache, bevor die überhaupt Gas gegeben haben. Oh, da kann ich die zwei reinstellen. Wir haben sogar... Hey, was haben wir denn da noch drin? Warte. Oder noch ein paar Tacken da drinne. Nice, jetzt müssten wir die nur noch mitnehmen können, ne? Oh, wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir hier nichts machen. Ah, wir haben ja noch Straßenrennen. Aber ich möchte die ja so irgendwie gar nicht machen. Nee, das machen wir nicht. Ja, die Autolisten habe ich auch schon alle fertig. Heißt, ich habe einen Spielfortschritt von ungefähr 47% oder so. Oh, dieser Jump, der verlockt mich. Seht ihr, so macht man das. Aber ich habe die ganzen Jumps noch nicht. Ich will das gerade ansprechen. Was wollt ihr? Wollt ihr was von mir? Nee. Seid nur dumme Gangs. Ja. Also weh, die GEMA machen mir Probleme. Oh nee, komm, Alter, hau ab. Oder ich setz mich zur Wehr. Einfach mal das Auto anzünden. Schnell flüchten. Oh, wir haben keine Muni mehr. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ich will jetzt auch nicht zur Ammunition. So. Hey Mario. Hier in unserer Villa. Ich kann ja mal gerade runter in den Keller und schauen, ob ich da vielleicht so eine SMG oder sowas habe. Ja. Hätte ich die, wäre das natürlich mega.
Aber hey, ich habe eine M4. Das ist gut. So, ich würde sagen, wir fahren noch irgendwo hin und machen eine schöne Schießerei oder sowas. Komm. Wo steht unser Deluxe? Ist der noch da? Ja. Nichts geht über eine wunderbare Schießerei, geht ja. Am besten schön feindliches Ganggebiet. Leute, ich wüsste da sogar so einen Ort, wo wir hin könnten. Die Druckerei. Komm, wir fahren zur Druckerei. Das wird lustig. Dann können wir mal rein. Okay, what the fuck? Wir sind nicht gerade. Komm, fahr, 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 fahr. Leute, ich bin lustig. Ich nehme gerade mal das Geld mit und speichere mal. Also meine M4 da. Alles rumkloppt, was hier so ist. Das meine ich übrigens mit Gang kriegen. Kann man hier in GTA auch machen. Das ist kein offizieller Content, aber. Gerade diese Deppen mögen das nicht, wenn man da so drauf rumhackt. Deswegen greifen die dich einfach an. Egal, wenn du in einem normalen Auto drin sitzt oder in einem Krankenwagen, die sehen dich komischerweise immer und greifen dich einfach instant an. Bullen. Ich muss alles drauf losballern, was hier so rumläuft. So ist. So, das Dachschießen macht wenigstens Sinn, oder? Ja, wir haben mal den Bullenwagen in die Luft. Komm. Wuff. Ja, was an GTA so ein bisschen scheiße ist, ist das Ziel. Und Hubschrauber. Bang. Schön Hubschrauber runterholen. Sehr lustig. Aber wir müssen wenn dann schon runter, weil sonst wird es hier langweilig hier oben. Nein.